Die Corona-Pandemie offenbart einmal mehr, welch tragende Rolle der öffentliche Gesundheitsdienst als die dritte Säule im deutschen Gesundheitssystem einnimmt. Die aktuelle Krise macht aber auch deutlich, wie stiefmütterlich die Politik die Gesundheitsämter in den letzten Jahrzehnten behandelt hat. Die finanzielle, technische und personelle Voraussetzung ist völlig unzureichend. Die geringe Wertschätzung des öffentlichen Gesundheitsdienstes erkennt man auch daran, dass der öffentliche Gesundheitsdienst auf der Grundlage einer Verordnung vom August 1990 arbeitet. Da waren wir noch DDR. Das ist weder zeitgemäß noch deckt es all die Aufgaben ab, die seitdem hinzugekommen sind. Wir haben jetzt das Jahr 2020 und es ist allerhöchste Zeit, dass gehandelt wird. Wir korrigieren das, was die verbrauchten Parteien in den letzten Jahrzehnten versäumt haben. Wir reden nicht nur und reden über die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Nein, die AfD handelt. Wir bringen das Gesetz zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den Landtag ein. Abschließend möchte ich mich noch bei all den fleißigen Mitarbeitern der Gesundheitsämter bedanken, die in den letzten Monaten eine aufopferungsvolle Arbeit geleistet haben. Ihr Dr. Wolfgang Lauerwald.